Herzlich willkommen zum Podcast Du bist Freiheit, dein Podcast für ein selbstbestimmtes und freies Leben. Ich bin Marcel und ich freue mich hier, den Christian und die liebe Jessie dabei zu haben. Und ich wünsche euch allen, die sich das jetzt anhören, einen wunderschönen Tag und stellt euch doch mal ganz kurz vor. Hallo zusammen, wir Hallöchen. Sind, ihr wisst ja, wir sind Jessica und Christian vom Liebe mit Leidenschaft Podcast. Wir haben nämlich selbst auch einen Podcast, wo wir viele Experten einladen, um über das Thema Leidenschaft zu reden. Und ansonsten ist gerade so unser Baby, unser Projekt, die Next Level Talk App, da wo wir viel Zeit investieren. Und ja. Vielen, vielen Dank für die Einladung, Marcel. Freut uns riesig, hier zu sein. Sehr, sehr gerne. Ihr seid ja dafür, damit die Leute ein bisschen das mitkriegen. Ihr seid ja Geschwister und ihr habt euch ja irgendwie so euch direkt zusammengerauft zwischen Geschwistern, um wirklich was zusammen zu erschaffen für einen Mehrwert für draußen. Was ich jetzt interessant finden würde, würde mich interessieren, wie war euer Verhältnis zueinander immer so kompatibel? Nein. Definitiv nicht, nee, also... Gar keinen Fall, nee. Das war so schlimm früher. Also wenn ich jetzt wirklich ganz offen und ehrlich bin, mal so richtig meine komplette Authentizität einfach mal raushängen lasse und ihr einfach mal sehen könnt, was damals so bei uns abging, war zum einen, dass immer wenn meine Schwester und ich gespielt haben, wir im Hinterkopf eigentlich schon immer wussten, dass nach spätestens 20, 30 Minuten meine Schwester weinend zu meinen Eltern ankommt, weil ich sie irgendwie wieder geschlagen habe. Irgendwo wieder gehauen hat, weil sie mich irgendwie aufgeregt hat. Und ja, so war es dann immer jedes Mal. Dann habe ich am Ende wieder schön Ärger bekommen. Ist auch verständlich, ne? Und so war das Verhältnis zwischen uns beiden halt dementsprechend auch nicht so toll, ja. Weil wir uns halt dann oftmals immer so gezankt haben. Also heute können wir noch drüber lachen, aber es gab auch noch so eine Regel, die 8-Sekunden-Regel, wenn jemand ins Zimmer gekommen ist und ich es zum Beispiel nicht wollte, dann meinte ich so, was habe ich denn gesagt? Ich habe dann runtergezählt einfach. Hochgezählt bis 8. Ja. Und wenn er bis 8 nicht rausgegangen ist, musste er mir 2 Euro geben, weil er in meinem Zimmer ist. Und ja, das weißt du auch noch, genau, ja. Genau. Wie geil, so voll eine geile Regel. Ja. Also für alle, die noch recht jung sind und Geschwister haben, haltet euch an die 8-Sekunden-Regel plus 2 Euro. Oh ja, auf jeden Fall. War es sehr wirkungsvoll, die 8-Sekunden-Regel? Ja. Danach gab es Gestreite darum, so dass man das Geld geben soll und so. Also, geht. Ja. Geil. Aber es ist ja unter Geschwistern ist es ja immer so, dass man halt irgendwie trotzdem da so ein kleiner Reibungspunkt dazwischen ist. Aber wie habt ihr es denn geschafft, dass ihr auf einen Nenner gekommen seid? Weil ihr seid ja jetzt nicht gleichaltrig, aber wie habt ihr es denn geschafft, wirklich da auf einen Nenner zu kommen? Also, was ich denke, was sehr entscheidend war, ist, dass wir beide so eine ähnliche Leidenschaft gefunden haben. Aber auch irgendwo, dass Christian in den Dachboden gezogen ist und wir uns dann erstmal ein bisschen nicht so oft gesehen haben. Das ist etwas, ja, nicht mehr so sehr alltäglich gewesen, finde ich. Ja, weil wir uns persönlich weiterentwickelt haben und halt auch in der Lage sind, jetzt kommunikativ auf einem anderen Level miteinander zu sprechen und Dinge nicht direkt persönlich zu nehmen und Feedback oder Kritik anders zu äußern, sodass wir den anderen automatisch dann dadurch nicht verletzen und dann nicht so impulsiv den Emotionen, wenn man jetzt wütend ist, die einfach mal komplett so auszuleben auf eine konstruktive, aus einer destruktiven Art und Weise, sondern in der Lage zu sein, das auf einer anderen Art und Weise auszudrücken, sodass beide Parteien danach mit einem besseren Gefühl herauskommen. Ja, also ich denke, was uns auch sehr zusammengeschweißt hat, ist so, einmal der eigene Podcast, den wir jetzt aufgebaut haben. Und auch immer die Paten zu vielen Events, ich glaube, über 20 Events, auf denen wir waren. Und die Fahrt dorthin, die manchmal auch 5 Stunden gedauert hat, und dann auch dort zu sein, das war natürlich dann immer was ganz Besonderes. Das hat immer richtig Spaß gemacht. Ja. Bildet ihr euch dann zusammen weiter? Also habt ihr da Punkte, wo ihr sagt, hey, hey Christian, hier, ich habe jetzt das gemacht, schau das mal an. Und Christian sagt, hey, so Jessie, schau mal, das habe ich jetzt, musst du unbedingt. Oder habt ihr irgendwo einen Schnittpunkt, wo ihr sagt, hey, ihr hört euch jetzt zum Beispiel während der Autofahrt zusammen etwas an, wo ihr euch zusammen weiterbildet? Absolut. Ja. Genau. Also jedes Mal grundsätzlich, jede Autofahrt, habe ich mal ein Hörbuch an, dann macht Jessie mal irgendwas an,
Dann haben wir so Phasen, wo einfach keine Musik läuft, gar nichts und wir einfach stundenlang miteinander reden, bequatschen und verschiedene Ideen miteinander austauschen. Da haben wir auch noch 2, 3 Ideen im Kofferraum, die wir gerne noch angehen würden. Aber das sind eher noch zukünftige Sachen. Also schon visionsgesehen über die Jahre hinweg wissen wir genau, was wir wann genau vorhaben und was wir wann genau auch publishen wollen. Ja, und manchmal war es sogar so, dass es dann hieß, so Christian, ich coach dich jetzt oder andersherum, Christian coacht mich, so über ein paar Blockaden geredet und so, also sowas auch. Ja. Oder grundsätzlich, wenn er ein Buch liest, frage ich immer, okay, was steht in dem Buch drin, was sind deine größten Learnings, finde ich auch immer sehr interessant. Voll geil, ja, extrem wichtig. Zusammen auch. Ultra wichtig, dieser Austausch ist ultra wichtig, vor allem halt jetzt auch nicht nur zwischen Geschwistern, sondern auch zum Beispiel in der Partnerschaft oder zwischen wirklichen Freunden, wenn man viel Zeit miteinander verbringt, warum dann nicht auch über das, was man gelernt hat, sich auszutauschen, anstatt immer nur, viele Leute hängen sich ja auf an den Hindernissen, die sie hier gerade haben und unterhalten sich dann darüber, anstatt jetzt zum Beispiel über das, was sie gelernt haben, weiterzugeben. Hammer. Habt ihr gemerkt, dass ihr... Als ihr diese Schnittstelle gefunden habt und weiter zusammengewachsen seid, habt ihr gemerkt, dass es, also wie ihr gesagt habt, ihr habt euch so ein bisschen gegenseitig gecoacht und dann auch die Blockaden gelöst. Habt ihr gemerkt, dass Kommunikation eins der wichtigsten Themen ist, um eine Voraussetzung zu haben, um weiter zusammenzuarbeiten, auch als Geschwister? Zum einen auf jeden Fall die Kommunikation und an anderer Stelle auch die mentale Fitness. Weil ich kann einem Menschen nur vertrauen, wenn ich weiß, dass er seine Emotionen auch gewissermaßen steuern kann. Wenn ein Mensch nicht in der Lage ist, seine Emotionen zu steuern, einfach willkürlich, einfach so Sachen so herauszufinden, wo sie sich selber gar nicht wirklich unter Kontrolle hat, dann kann ich so einem Menschen auch mit sich vertrauen. Deswegen finde ich es auch ein sehr wichtiger Part, seine mentale Fitness im Griff zu haben und sich selbst auch gewissermaßen steuern zu können. Also ich denke da sehr ähnlich, dass die Kommunikation sehr wichtig ist und auch die emotionale Intelligenz. Und gerade aber auch durch diese Zweisamkeit, finde ich, ist da mehr raus geworden, ist unsere Beziehung besser geworden und auch das Interesse füreinander. Ganz klar, die Kommunikation ist da sehr wichtig, dass wir uns nicht beleidigen und ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal einen Streit hatten, das ist auf jeden Fall schon lange her, weil sowas ist einfach nicht nötig. Ich weiß, das war, als du vor dem Krankenhaus saßt und du einfach mein Auto angemacht hast und mein Auto 2 Meter nach vorne gecrashed. Ja, okay, aber das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Ja, stimmt. Das war aber ziemlich witzig. Crazy, also sie hat sich ans Steuer gesetzt, oder was? Nee, ich war am Steuer und ich wollte nicht losfahren, ich wollte ein paar Sachen am Handy machen. Ja, obwohl ich bei dir nach Hause und sie wollte unbedingt nach Hause. Und dann hat sie einfach so ein Auto halt mit dem Motor angemacht, obwohl der erste Gang drin saß. Und vor uns war ein Auto und wir wären dann fast mit unserem Auto in dem Auto entgegengecrashed. Sind halt wir aber nicht. Also alles wird halt spannend. Ein Millimeter war noch dahinter. Ja, deswegen. Klar. Haarscharf. Ja. Aber sowas ist ja wieder lustig, weil guck mal, wenn das nicht gewesen wäre, hättet ihr jetzt nicht darüber erzählen können. Ja, eben. Ja, wir haben es extra gemacht. Deswegen, genau, deswegen haben wir es gemacht. Nein, ich finde das ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil bei vielen ist ja dieser Punkto, ich will mein Ding durchsetzen und dann geht's halt wirklich, dann bleibt halt die Kommunikation nur auf ich bezogen. Und halt, dass dann halt im Endeffekt trotzdem halt wirklich ein Nenner zusammengefunden wird, dass man sich halt zusammenfindet und zusammen das Ziel angeht. Weil meistens ist es ja so, dass der eine denkt was, der andere fühlt was. Und wenn man das verbinden würde, dann würde man halt wirklich trotzdem zusammen in eine Richtung gehen. Ja, ich denke, Empathie ist da so ein Schlüsselwort, für das wir uns auch gut ineinander hineinversetzen können, wie der andere sich gerade fühlt. Ich merke das ganz oft, wenn Christian irgendwas so fühlt oder denkt und wir irgendwo sind, sagst du, ja, ich habe es in deinem Gesicht schon gesehen, dass es so und so war. Das ist jedes Mal, das war gestern auch wieder so beim Interview. Ja. Stimmt, da hatten wir ein Interview mit der lieben Sabine und nach dem Interview saß Jessie da mit ihr noch. Sie ist bisher unser ältester Podcast überhaupt. Und im Nachhinein meinte ich so, ja, ich hatte voll das Gefühl, als wäre es so voll meine liebe Obi, vielleicht da saß. Und ich so, ja, ich weiß genau, dass. Genau diesen Gedanken hatte ich auch, so dass du praktisch so wie mit deiner Omi da entspannt sitzt und Jessie meinte dann so, ja, das habe ich schon an deinem Gesichtsausdruck irgendwie erkannt, dass du das dachtest. Ja, irgendwie sehe ich das, merke ich das. Echt crazy. Wow. Ich finde das sehr, sehr speziell, weil ich kenne ja auch ein paar Menschen, die können so durch die Stadt laufen und die erkennen durch die Aura sofort, ob es der Mensch gut im Leben meint oder eher nicht so gut.
Und ich finde das halt sehr, sehr interessant, weil das ist ja auch ein Gespür eigentlich und ein Handling dafür, was ja am Ende viele Leute lernen das über Jahre. Und manche haben das halt so gerade im Gefühl drin und wissen halt genau damit umzugehen. Finde ich sehr, sehr interessant, dass ihr das so bei euch auch sehr schnell erkannt habt, weil ihr seid ja noch recht jung. Wenn ich zurückdenke, wie ich in dem Alter war und wie ihr jetzt im Endeffekt wirklich seid, denke ich mir jetzt so, oha. Also ich bin jetzt nicht uralt oder so, aber es ist halt trotzdem so ein Gefühl, wo ich halt denke, wow, wie crazy ist das, dass man halt so, das sind halt für mich damals oder für unsere Jugend damals noch nie so eine Themen gewesen. Die Persönlichkeitsentwicklung, sich selber finden, sich selber auch eingestehen, was halt wirklich passiert und dass man halt wirklich Ziele angeht. Das ist so, früher ist halt so, Herr, das Leben ist halt da. Ja. Wie habt ihr persönlich gemerkt, dass bei euch, dass ihr jetzt sagt, hey, wir haben zusammen ein Projekt, wir wollen jetzt zusammen das Projekt starten und wie hat das dann zusammen funktioniert? Weil ihr habt ja nicht einfach so gesagt, hey, wir machen das, oder? Oder ist es auch so gewesen? Meinst du jetzt genau die Next Level Talk App? Ja, genau, die App, der Podcast. Okay, also erstmal zum Podcast. Da wollte erstmal jeder von uns selbst einen Podcast machen, bis dann Christian gesagt hat, so, hey, wieso sparen wir uns nicht die Arbeit und machen zusammen einen Podcast? Mhm. Ich hatte schon das ganze Equipment gekauft, wir haben dann die ersten Folgen aufgenommen und gemerkt, dass das voll gut zusammenpasst. Und dann viele Folgen aufgenommen, die ersten Interviews gehabt, den Podcast zusammen gelauncht am 1.12. Nee, das Datum habe ich nicht vergessen. Ich glaube, eine Stunde oder eine halbe Stunde vorher haben wir es noch geschafft, ins Veröffentlichen. Am 30. November, ja. Ja. Wow. Ja. Und einfach dadurch, dass wir gemerkt haben, okay, keiner hat sowas, so ein Geschwister-Podcast, oder haben wir noch nicht erlebt und es passt einfach so gut, dann sind wir da dran geblieben bis heute. Mhm. Macht halt riesen Spaß und sind halt nach Monaten von, ich sag mal, anfangs harte Arbeit, anfangs hat es echt keinen Spaß gemacht mit den ganzen Technik-Zeugs, Interviews war natürlich immer cool, aber es hat lange gedauert, dass wir wirklich schnell waren, dass wir mit dem Interview hochladen und das ganze technisch drumherum, und nach ein paar Monaten haben wir Momentum aufgebaut und dann ist es wie so ein Zug, der einfach mit 200 km/h einfach davon jagt und das ist echt entspannend. Sehr, sehr interessant, dass du das so ansprichst, weil das finde ich sehr, sehr gut. Dann können wir nämlich kurz darauf eingehen, weil das ist ja auch, was viele am Anfang haben, ja, viele dieses Gefühl von, boah, ich muss so viel reinstecken. Ich habe so viel gemacht, wann zahlt sich das aus? Und dass du halt aber wirklich sagst, hey, du hast dann halt wirklich, das hat einen Moment gebraucht und dann hast du Momente oder habt ihr ein Momentum aufgebaut und dann ist im Endeffekt dieser Zug halt losgerast. Hm. Wie habt ihr das vorher gewusst, dass das passiert? Habt ihr es gefühlt oder habt ihr einfach gesagt, egal, mach einfach? Also es gab ja auch Momente, da meinte Christian, ey, ich habe keine Lust mehr, lass uns aufhören. Aber ich wollte das nicht. Ich wusste gleich am Anfang so, okay, wir haben am Anfang nicht viele Zuhörer gehabt, vielleicht mein Vater und ein paar Freunde oder 10 Leute oder so. Und ich weiß einfach, dass gerade durch diesen Prozess, dass da noch mehr wird. Und für mich hat es auch Spaß gemacht, die Folgen aufzunehmen, hochzuladen. Ich habe da irgendwie so einen Flow gefühlt. Und ich denke, so wie es mit allen Dingen ist, dass es am Anfang schwer ist, den Zug zum Rollen zu bringen. Und wenn er dann irgendwann rollt, dann läuft es. Und ich wusste, wir müssen einfach diese Hürde überklimmen und dann wird das einfacher. Da bin ich auch richtig dankbar für Jesse, weil hätte Jesse nicht diesen krassen Drive gehabt, vor allem auch am Anfang. Ich habe das auch schon in einem anderen Interview mal erwähnt gehabt, dass von meiner Energie, von meiner Kraft vielleicht allerhöchstens 10% kam und Jesse 90% auf Vollgas gegeben hat, weil ich anfangs da gar nicht so das Feuer noch bei mir entfacht hatte. Das hat bei mir noch ein bisschen gedauert. Bei Jesse war das Feuer schon viel früher entfacht. Bei mir ist, wie gesagt, nach 2-3 Monaten hatte ich wirklich erst richtig Bock drauf auf das Projekt. Und dadurch ist es halt auch so groß geworden, letztendlich. So erst nach der harten Arbeit, die Jesse den großen Teil da reingesteckt hat, habe ich dann irgendwann auch eigentlich mal mein Feuer entfacht. Und dann war es ab dem Punkt dann auch wirklich so, dass von beiden Seiten eben so viel Energie reingesteckt wurde. Und dann kam auch der Punkt, wo es dann immer krasser und krasser wurde von den Zuschauerzahlen und das immer mehr und mehr auch eingeschaltet haben. Und wenn wir jetzt zurückschauen, dann ist es mit das Beste, was wir machen konnten, diesen Podcast aufzunehmen und die ganzen Leute, die wir kennengelernt haben, die ganzen Folgen, die wir aufgenommen haben. Also wir wollen das auf jeden Fall jetzt nicht mehr missen. Hm. Geil. Habt ihr vor euch ein Ziel gemacht, wo ihr damit hin wollt? Denise hat alles rausgehauen. Also
Aber ist ja gut, das ist authentisch. Ja, eben. Ziele haben uns in der Hinsicht gar nicht so sehr motiviert, sondern einfach nur das Machen an sich, einfach der Spaß an der Tätigkeit hat uns eher motiviert. Und wir haben jetzt auch kein Ziel gesetzt, dass wir gesagt haben, so nach so und so vielen Monaten möchten wir jetzt damit Geld verdienen oder jetzt müssen wir die und die Zahlen zu ran haben, sonst ist alles vorbei, dann macht alles keinen Sinn mehr. So. Selbst wenn wir jetzt nach einem Jahr gerade mal 100 Zuhörer hätten oder gerade mal 200 Zuhörer oder sagen wir 10 Zuhörer, ja, das war ja Anfang so die ersten Monate, das war ganz wichtig Zuhörer, wir haben trotzdem noch mal weitergemacht, weil dann auch eben das Feuer entfacht wurde und der Zug auch ins Rollen gekommen ist, dann war es irgendwann, hat es einfach keine Rolle gespielt, wie das Ergebnis aussah. Wir haben einfach nur die Liebe, einfach die Liebe an der Tätigkeit, der Spaß an der Tätigkeit, deswegen haben wir es dann einfach gemacht. Ja, und was aber auch so ein bisschen als Ziel betrachten könnte, ist, dass wir immer so bestimmte Interviewgäste im Fokus hatten und dann haben wir mal so abgesprochen, okay, den wollen wir uns im Podcast haben, noch keine Ahnung, 2 Monate, dann haben wir den bei uns und dann hat das auch oft geklappt. Wow. Immer. Ja. Nur einer der. Ja. Geil. Und ihr habt ja gesagt, dass ihr das gefühlt habt. Ihr habt das gefühlt und dann hat sich, oder ihr habt euch hineingefühlt und dann habt das einfach gemacht. Und das ist halt dieser Punkt, wo ich halt auch hin möchte, dass die Leute das ein bisschen verstehen, dass halt nicht alles immer unbedingt einfach ist, aber wenn du dran bleibst, dass du immer belohnt wirst. Immer. Und dass du halt, dass halt da dieser Punkt für euch, also ich finde es gut, dass ihr schon darüber geredet habt, dass ihr halt, dass jetzt einer Struggle gehabt hat, der andere hat ihn aber rausgeholt und dass halt aber trotzdem dann halt im Endeffekt dieses Zusammenwachsen und in eine Richtung gehen, dass das einfach voranbringt und dass die Menschen halt draußen halt wirklich mal für auch von eurer Seite vielleicht einfach mal verstehen, wie habt ihr das hinbekommen? Jetzt klar, Jesse, du hast jetzt schon gesagt, Jesse hat dann halt wirklich da gesagt, hey, komm, lass uns jetzt angehen. Aber es ist ja trotzdem, tun wir Menschen ja die Sachen, die wir früher hatten als Schwierigkeit, probieren wir dann später so hinzustellen, es ist eigentlich gar nicht so schwierig gewesen. Ich habe dazu ein ganz interessantes Interview vor 2 Tagen aufgenommen mit Anshu Kögel und der hat zum Beispiel, der ist einfach auf Weltreise gegangen und hat seinen Blog gestartet. Und der hat sich von vornherein gesagt, ich ziehe das jetzt 3 Jahre lang durch, vollkommen egal, ob ich 1 Cent verdiene oder 100 oder keine Ahnung wie viel, es ist vollkommen egal. Ich teste es 3 Jahre lang durch und erst ab dem Punkt würde ich sagen, ob ich jetzt weitermache oder nicht. Aber 3 Jahre ziehe ich es durch. Und ich denke, anfangs ist es vollkommen wichtig, sich einen Zeitraum festzulegen, wie lange man es einfach mal durchzieht und einfach nur austestet und für einen längeren Zeitraum. Die meisten Menschen gucken zu sehr auf das Ergebnis, so wie ich es manchmal gemacht habe. Wir haben nur 10 Zuhörer, Jesse, ich weiß nicht, soll ich noch weitermachen? Und anfangs ist es extrem wichtig, gar nicht auf das Ergebnis zu schauen, sondern einfach nur durchzuziehen, einfach die Sachen anzugehen, die man angehen möchte. Und dann kommen die Ergebnisse irgendwann von alleine, wenn man es für einen langen genug Zeitraum durchgezogen hat, weil man wird auch immer wieder getestet bei dem, was man vorhat, ob man es wirklich ernst meint. Was ich auch denke, ist, dass so, wenn du deine Leidenschaft hast und die wirklich lebst, dass dein Erfolg so ein bisschen ein Nebenprodukt davon ist. Und was mir auch geholfen hat, dran zu bleiben, ist einfach, dass man nicht vergisst, die kleinen Erfolge auch zu feiern. Also alleine dieser Lounge war für uns schon was ganz Großes. Oder da haben wir richtig dick Party gemacht. Aber ja. Schön Musik angemacht und so. Yeah. Auch so die ersten Folgen, dass man das einfach feiert und sieht, okay, es ist noch nicht perfekt und es wird wahrscheinlich nie perfekt sein, aber ich habe da schon was geschafft und das darf man auch feiern. Vor allem ist man ja auch, da kommt dieser Moment von Stolz einfach auch hoch, weil man selber etwas erschaffen hat. Und ich finde, dass wir Menschen uns zu sehr auch, also das ist meine persönliche Meinung, dass wir uns manchmal zu sehr verlieren in dem, ja, ich will jetzt das unbedingt, anstatt halt etwas zu kreieren, was dir Freude bereitet, was dir Spaß macht. Und ich glaube, wenn sich jeder so ein bisschen mal selber reflektiert und zurückschaut für die ganzen Sachen, die man gemacht hat, sagen wir mal, irgendwelche Leute haben Diplome gemacht, haben Weiterbildungen gemacht, haben irgendein persönliches Ziel oder ein berufliches Ziel erreicht, dass immer, wenn sie zurückschauen, dass sie es eigentlich wirklich erreicht haben, weil sie es gefühlt haben, dass sie es machen wollen. Und ich glaube, dass das Gefühl halt wichtig ist, um Erfolg erzeichnet im Endeffekt wirklich aus, wie du, ob du es hundertprozentig fühlst. Also wie Christian ja auch schon oder wie ihr beides ja schon erwähnt hat, dass halt wirklich dieses, wenn du das willst, dann wird auch das kommen und der Erfolg ist einfach nur was Zusätzliches. Ja, das ist auch der Grund, warum wir uns Ziele setzen. Wir wollen jetzt nicht einfach nur Gefühle fühlen
Und bei jedem Ziel, was wir uns setzen, ist auch ein bestimmtes Gefühl, was wir da eben fühlen wollen. Und dieses Gefühl können wir auch schon fühlen, obwohl wir das Ziel noch gar nicht auf materieller Ebene erreicht haben. Das können wir im Geist ja schon längst erreicht haben und auch die Emotionen schon fühlen, dadurch viel bessere Handlungen vollbringen, als wenn wir immer denken, so, ich brauche das unbedingt, ich muss das jetzt unbedingt erreichen. Aber im Kopf, vom Kopf her, im Geiste kannst du auch schon längst erreicht haben und auch die Emotionen schon längst fühlen. Deswegen frag dich immer, was möchtest du denn eigentlich fühlen hinter dem, was du setzt? Dann weißt du auch, welche Ziele wirklich auf dich abgestimmt sind, welche wirklich von dir kommen und nicht von außerhalb. Allein, wenn ich mir so visualisiert habe, wie wir unseren eigenen Podcast haben, wie wir da Interviews machen und da eine Community aufgebaut haben, war das für mich so ein erfüllendes, was berauschendes Gefühl. Und dann ja, läuft das einfach. Und so war es auch nicht anders bei der Next Level Talk. Das alleine durch das Visualisieren spürt man schon diese Gefühle und will unbedingt dranbleiben, egal was passiert. Hammer. Wirklich, ich finde das so, so wichtig, dass ihr auch wirklich diese Themen halt auch ansprecht und da vielleicht jemand sogar einen Mehrwert einfach draus ziehen kann, dass es, wo er halt gerade jetzt im Moment in einem Struggle ist und trotzdem drüber nachdenkt, aber einfach mal wirklich auf sein Gefühl hört und für sich erkennt, hey, das ist das, was ich machen will. Das ist das, wo ich aufblühe. Das ist so, ich vergleiche das immer gern mit der Natur, weil im Endeffekt, guck mal, ein Grashalm oder ein Baum, die kümmern sich nicht darum, was von außen passiert. Sie wachsen einfach. Und deswegen schafft es auch ein Löwenzahn, durch Asphalt zu wachsen, weil er sich einfach denkt, hey, ich wachse einfach. Irgendwo komme ich raus und irgendwann genieße ich halt die Freiheit. Und das ist so, ich finde das so interessant, dieses Zusammenspiel von, ja, du hast den Asphalt, die Blume wächst durch und die weiß, dass sie irgendwann diese Freiheit hat und dann ist sie raus aus diesem Asphalt. Und ich glaube, dass wir Menschen uns auch drinnen mal sehen sollten, dass wir gerade einfach vielleicht unterm Asphalt drinnen sind, von außen, aber wir es halt einfach schaffen, wenn wir ins Innerliche gehen, dass wir es halt schaffen. Das so ein bisschen sich bildlich vielleicht vorzustellen. Ihr habt jetzt schon kurz die App angesprochen. Ist die von vornherein eine Idee gewesen? Woher kommt das? Was ist es genau? Probiert das mal vielleicht ein bisschen, ja, den Leuten zu erklären, dass sie sich da identifizieren können. Okay, das ist für mich so mein Lieblingsthema, die App. Und zu der Idee. Die Idee entstand letztes Jahr im November. Und ich habe so ein Spiel gesehen, das fand ich sehr cool. Da waren Fragen drin, die einfach dafür da waren, Gespräche anzuregen. Da dachte ich mir so, okay, cool, sowas kann man auch selber machen. Dann habe ich buntes Papier genommen, meine eigenen Fragen ausgewählt, auch manchmal Fragen, die ich im Interview stelle. Und dann dachte ich mir, okay, nur Fragen ist ein bisschen langweilig. Wie wäre es, wenn ich noch Aufgaben reinbaue und Zitate, die jeder interpretiert? Dann habe ich alles auf buntem Papier ganz unordentlich mit Rechtschreibfehlern aufgeschrieben. Ein paar Freunde haben mir auch geholfen, dass das fertig wird. Und dann an dem einen Abend habe ich das mit meiner Familie gespielt. Christian war leider nicht da. Also nur mit meinen Eltern. Und von dem Abend an war das so, meine Mutter hat so schön gedacht wie noch nie, weil es waren auch wirklich lustige Aufgaben, sowas wie eine Karte ist zum Beispiel nicht vorlesen, grinse für 10 Sekunden. Und das war irgendwie zum Beispiel mega lustig. Und dann ja, war das für mich so klar, dass ich da mehr draus machen will. Erstmal sollte es nur ein Spiel werden, was dann jeder kaufen kann. Und dann irgendwann habe ich so gemerkt, okay, die Welt wird immer digitaler und als App wäre es noch sinnvoller. Ja, aber auch Gesellschaftsspiele kommen ja eigentlich bei den Leuten ja immer noch gut an. Also vielleicht eine Idee. Das habe ich mir überlegt, wenn die App dann fertig ist, irgendwann als nächsten Step. Hast du eine Beispielfrage? Ja, eine Frage, die ich zum Beispiel cool finde, um so ein bisschen selbst zu schauen, wo stehe ich gerade, wo ist gerade mein Fokus? Wenn du noch einen Monat zu leben hättest, was würdest du tun? Und dann ist für viele auch so ein Klick, okay, ich denke, ich würde noch ein paar Dinge anders machen. Das ist zum Beispiel eine Frage, die ich tiefgründig finde, die ich cool finde, wo man oft erstmal so überlegt, das ist eine Frage, die ich cool finde. Läuft das dann so ab, dass ihr euch dann wirklich untereinander über diese Frage unterhaltet oder nur die eine Person? Also es kriegt immer eine Person die Frage, sie beantwortet die und dann kommt es manchmal natürlich dazu, dass andere sagen, okay, ah, interessant, ich hätte es so gemacht oder kann ich nicht verstehen und frag nochmal irgendwas nach. Das kann natürlich sein. Aber die Karte ist immer an eine Person gerichtet. Genial. Und das ist dann einfach wirklich, dass das Interagieren dann stattfindet. Und einfach tiefgründiger, was ja für euch ganz wichtig ist. Finde ich mega interessant. Habt ihr persönlich, also ihr habt es ja wahrscheinlich schon sehr oft gespielt, gehe ich mal davon aus, und habt sehr viele Leute schon mitgenommen.
Also es war auch zu Beginn noch so, als es noch nur Karten waren, bevor ich mit dem App-Entwickler zusammengearbeitet habe, dass ich unbedingt viel testen wollte, weil ich wusste, es ist schön, wenn die Idee mir gefällt, aber sie muss auch anderen gefallen. Deswegen habe ich es auch mit Klassenkameraden ausprobiert, auf Klassenfahrt. Nachts saßen wir dann da bis keine Ahnung wie viel Uhr und haben dieses Spiel gespielt, um einfach zu testen, wie die Idee ankommt. Und mit den ersten App-Entwicklern zusammengearbeitet. Das waren leider Betrüger, ein bisschen ärgerlich. Zu Beginn war es wirklich sehr ärgerlich, habe mich sehr darüber aufgeregt und ja, wusste dann aber, weil das Warum groß war und die Vision groß genug war, dass ich dranbleibe und habe dann jetzt mit Entwicklern, bin jetzt mit Entwicklern zusammen in der Zusammenarbeit, wo ich weiß, die sind richtig cool. Das sind richtige Ehrenmänner. Ich habe auch schon gesagt, wenn ich den persönlich sehe, kriegt er einen richtig dicken Schmatzer auf die Wange. Ich finde das sehr interessant, dass du auch darüber redest, weil ich finde das ultra wichtig, weil das ist das, was ich meine. Wir Menschen probieren dann gar nicht über das Thema zu reden, aber das ist ein wichtiger Faktor gewesen, weil ihr habt da vielleicht Leute gehabt, die sind halt nicht auf dem gleichen Level geschwommen wie ihr, die haben Blödsinn im Kopf gehabt. Und dann hast ja dann wirklich da gemerkt, hey, das ist mir wichtig, ich ziehe das jetzt durch, egal was kommt. Und dass du halt dann trotzdem diese Herausforderung, wie Christian schon vorhin gesagt hat, diese Herausforderung, um zu zeigen, wie ernst du es damit meinst. Ja, also es bedeutet mir sehr viel, da wirklich dran zu bleiben. Und es war wirklich ein krasser Schlag nach hinten. Ich habe dann auch den Abend geweint, weil es einfach mich so hart getroffen hat. Aber dann gerade auch durch das Umfeld wurde es sehr unterstützt. Mein Vater hat mich zum Beispiel finanziell auch unterstützt. Und da bin ich mega dankbar für, dass da meine Familie, mein Umfeld mir so sehr geholfen hat und immer noch hilft. Oder so kann das dann auch weiter wachsen. Habt ihr, auch ein wichtiges Thema gerade, habt ihr das Gefühl, dass das Umfeld entscheidend dafür ist, in welche Richtung man gehen möchte? Wenn man das Gefühl hat, hey, ich will jetzt die Richtung, dass das Umfeld ein entscheidender Punkt ist? Auf jeden Fall. Ich habe es bei mir selber gemerkt, dass ich... Also ich persönlich habe mich zum Beispiel selber größtenteils vom alten Umfeld getrennt und habe eher den Kontakt bevorzugt zu Menschen, die in dieselbe Richtung gehen wie ich. Zum Beispiel habe ich hier links einen ganz guten Buddy von mir, der gerade zuhört, den ich richtig ins Herz geschossen habe, der zum Beispiel ebenfalls extrem Gas gibt und mehr vom Leben möchte und halt auf demselben Weg ist wie ich. Ich habe halt gemerkt, okay, wir sitzen beide im selben Bus und nehmen auch dieselbe Fahrt an. Und bei meinen anderen älteren Freunden habe ich halt gemerkt, oh, okay, die sitzen in einem anderen Bus, die möchten halt in eine andere Richtung einschlagen. Und dementsprechend habe ich da den Kontakt immer mehr und mehr verringert, sodass ich dann automatisch eher Menschen in mein Leben gezogen habe. Ich denke, es lag auch einfach an meiner persönlichen Entwicklung her. Es war nicht so, dass es wie so ein richtiger Kampf war, so, oh, ich muss mich jetzt unbedingt von denen trennen, danach sind wir keine Freunde mehr. Das sind immer noch, genauso noch Buddies von meinem Herzen. So. Wir sehen uns immer mal alle paar Monate, lachen gemeinsam, die freuen sich, wenn ich mal wieder da bin, chillen ganz entspannt. Natürlich ist das auch, das ist nicht so, wie oftmals gesagt wird, hey, muss dich von einem alten Umfeld trennen und da ist der Kontakt komplett weg und nie wieder mehr Zeit verbringen. Ich bin da eher ein Fan von der 33%-Regel. Die kommt, soweit ich weiß, von Tai Lopez, dass du einfach guckst, dass du Menschen Zeit verbringst, wo du für ein Drittel einfach da bist. Den verbringst du einfach Zeit, den entspannst du dich einfach, chillst einfach entspannte Zeit. So Menschen, die praktisch so nicht auf demselben Weg sind wie du und auch einfach mal Dinge tun, wo du denkst, okay, ist jetzt nicht so meine Perspektive, würde ich jetzt so nicht so machen, aber hey, I love you, ich bin einfach für dich da. So. Und dann gibt es noch natürlich 33%, die auf demselben Weg sind wie du. Jetzt mein Buddy hier links neben mir, der gute Maxim zum Beispiel, mit dem verbringst du auch 33% deiner Zeit und dann hast du auch noch natürlich deine Mentoren. Ich persönlich zum Beispiel unterstütze noch meinen Mentor dabei, eine eigene Eventreihe aufzubauen, mit dem verbringe ich auch aktuell sehr viel Zeit. Und das ist halt so, wie ich das für mich persönlich auch gerne einteilen würde. Finde ich sehr, sehr gut. Wirklich sehr, sehr wichtiges Thema. Und auch das mit der 33%-Regel kenne ich. Also ich finde es ultra, ultra wichtig, dass man halt auf solche Sachen achtet, dass man halt nicht wirklich sagt, hey, hier den Kontakt komplett weg von den Leuten oder sonst irgendwas, weil sie geben dir ja auch trotzdem Energie. Das ist ja ein wichtiger Faktor. Sie denken halt momentan einfach nicht in die gleiche Richtung oder haben ein anderes Gefühl, dem sie halt folgen. Und das ist halt dann, glaube ich, einfach auch ein wichtiger Punkt, dass wir Menschen halt erkennen, hey, du musst dein Umfeld nicht komplett abkapern und halt nur noch sagen, hier,
ich mache jetzt das und dies und das und jenes, sondern halt wirklich, dass du es aufteilst für dein Leben, was dir Energie bringt und da halt in die Richtung dann einfach gehst. Hast du es auch gehabt, Jesse? Ja, genau, noch zum Thema Umfeld. Ja, bei mir war es ähnlich. Also ich habe auch noch Kontakt zu alten Freunden, wir gehen mal ab und zu was essen oder ja, treffen uns einfach so. Und ich finde es aber richtig wichtig, dass man wirklich auf das Umfeld achtet, gerade weil wir die Spiegelneuronen haben und viel von unserem Umfeld kopieren, auf uns selbst ableiten. Deswegen fand ich es umso wertvoller, dass wir auch auf Events gegangen sind, weil da befinden sich eben die Menschen, die auch große Projekte haben, die mehr vom Leben wollen, die nicht so viel rummeckern und ja, mit denen haben wir uns dann auch geconnected auf den Events oder auch durch Social Media, da findet man ja auch viele Leute und kann sich da auch connecten. Das fand ich da sehr wichtig, sich da noch mal ein Netzwerk aufzubauen. Und jetzt zum Beispiel auch der Maxim, der hier sitzt, der hilft uns zum Beispiel, die Website aufzubauen. Baut hier jetzt nebenbei auch eine Website noch auf, mal nebenbei, so ganz entspannt. Also und den Job, also es ist halt wirklich sehr unterstützend, wenn man da ein Umfeld hat, Beziehungen, die wissen, was du machst, die dich unterstützen und für die du da bist und die für dich da sind. Und ich finde es so wichtig, wie ihr das halt auch sagt, dass halt dieses Connecten ist ja wirklich eins von den wichtigsten Themen überhaupt. Netzwerken, das ist so ein wichtiges Thema, weil jeder Mensch hat nicht alle Qualitäten. Das ist fast unmöglich. Du hast einen, der sich um die Finanzen kümmern kann, einen für das, einen für das, einen für das. Und wenn du halt auch in deinem Umfeld wirklich Leute hast, wie jetzt Maxim zum Beispiel, der eure Homepage macht, ihr Jesse macht, kümmert sich halt wirklich mit den Leuten um die App und Christian kümmert sich halt wirklich um den Podcast da, um Leute reinzukriegen und auch ihr beide gemeinsam und euch immer wieder ergänzt, ist das ja ein Levelwachstum, der ja stetig stattfindet. Wenn man aber immer probiert, seine Schwächen, ich sag jetzt mal Schwächen in Anführungsstrichen, etwas, was du halt vielleicht noch nicht so gut kannst, probierst so mit Zwang zu machen, weil du das Gefühl hast, du willst es jetzt alleine, einfach mal anstatt um Hilfe zu bitten, finde ich auch ein wichtiges Thema. Wie denkt ihr darüber? Also ich denke, dass man auf jeden Fall selbst gucken soll und herausfinden soll, was sind die eigenen Stärken. Zu sehen, wo hat man Baustellen und dann Menschen findet, die da, wo du Baustellen hast, Stärken haben. Ich zum Beispiel könnte nie im Leben eine eigene App programmieren mit den ganzen Code und Zahlen und da vorm Computer die ganze Zeit sitzen. Deswegen haben wir App-Entwickler. Ich bin zum Beispiel mehr für den kreativen Part zuständig, dafür die Ideen zu geben und neue Menschen kennenzulernen, die das feiern. Ich sehe das genauso, dass ich in verschiedenen Lebensbereichen einfach gucke, okay, wer sind da meine Vorbilder? Wer hat schon das erreicht, was ich erreichen möchte? Und diese Menschen frage ich dann zum Beispiel im Podcast als Interviewgäste, kann ich ja ganz schon meine Fragen stellen, die ich den Menschen fragen möchte. Nebenbei profitieren auch andere Menschen davon. Und ich versuche mir auch möglichst dann zum Beispiel Maxim, der jetzt zum Beispiel bei uns schon seit circa einer Woche bei uns zu Hause ist, von dem kann ich auch extrem viel lernen. Und mit solchen Menschen verbringe ich dann extrem gerne Zeit, weil ich von denen halt sehr viel lernen kann. Und da halt auch eben gucke, wie Jesse das schon gesagt hat, wo sind deren Stärken, die ich eventuell noch nicht so ausgebaut habe. Und das überträgt sich am meisten auch direkt auf mich. Und somit kann jeder von anderen profitieren, weil jeder so seine eigenen Stärken hat, die uns mitgegeben wurden. Und darauf kann man dann auf jeden Fall enorm aufbauen. Und da kommt mir ein ganz schönes Bild in den Kopf, dass jeder so ein bisschen wie ein Puzzleteil ist. Jeder hat so seine Stärken und Schwächen. Und wenn man sich zusammenfügt, entsteht am Ende ein großes Bild. Wow. Schön gesagt, ist wirklich so. Es ist so, so interessant, einfach mal mit euch zu reden, weil ich finde es halt, ich habe ja schon das Interview mit Christian gehabt und da habe ich halt schon gemerkt, dass das sind so, ich kann es euch echt nicht erklären, aber es ist so ein Gefühl, ich habe zu Christian das schon gesagt, ich habe so ein Gefühl, als wenn ich euch schon länger kenne, viel, viel länger und dieses Gefühl halt von, hey, das sind Freunde, das sind wirklich Leute, die glauben an das, was du machst, die glauben an sich und sie wollen nach draußen nur das Gute tragen. Ich finde das so, so spannend, mit euch einfach darüber zu reden und ich finde es schade, dass ich es ja wirklich nicht zu euch geschafft habe, aber das hole ich auf jeden Fall nach, aber das holen wir auf jeden Fall nach und dann wird die Zeit doppelt so gut genossen.
Und ich finde es halt so wichtig, dass ihr Ziele habt und dass ihr auch das Gefühl da reinsteckt und dass ihr brennt dafür. Was mich jetzt da persönlich interessieren würde, ist, wie ihr persönlich über das, vor allem jetzt auch bei Jesse, weil du bist ja in einem Alter, wo jetzt gerade so diese Phase eigentlich kommt, oh Gott, also wo viele in dem Alter jetzt nachdenken, oh Gott, ja, jetzt Beruf, was müsste ich machen? Soll ich noch Abitur machen oder studieren oder dies oder das und jenes? Finde ich jetzt bei euch beiden, würde ich jetzt interessant finden, wie denkt ihr über das, was jetzt die normale Schulwirtschaft, die normale Wirtschaft, die draußen stattfindet, soll ich, wenn sich jetzt jemand den Podcast anhört und sagt, hey, ich bin gerade in einem Alter, wo ich jetzt drüber nachdenke, einen Berufsumschwung zu machen oder soll ich jetzt Abitur machen, studieren oder sonst irgendwas, wie denkt ihr persönlich drüber, den normalen Weg zu gehen, der uns vorgelegt wird, oder wie denkt ihr persönlich über euer eigenes Dach? Ich finde es ganz lustig, dass du es gerade ansprichst, weil mir ist dazu nämlich gestern ein Film in den Kopf gekommen. Der Film heißt Die Bestimmung. Und ich habe das Gefühl, dass viele, genau wie in diesem Film handeln, weil in dem Film geht es darum, dass du eine Bestimmung hast und die musst du bis an dein Lebensende beibehalten. Und wenn wir jetzt uns für einen Beruf entscheiden oder für einen Weg, dann ist es nicht so, dass es bis zum Lebensende so bleiben muss. Also unser Leben ist lang genug und wenn man am Anfang gerade merkt, das ist meine Leidenschaft oder das macht mir gerade Spaß und irgendwann ist es nicht mehr so, dann ist es nicht schlimm, wir können uns immer noch umentscheiden. Und ich finde, dass man da ganz viel auf sich selbst hören sollte und nicht auf das, was das Umfeld sagt. Wenn meine Eltern jetzt sagen, ich muss unbedingt studieren, aber ich will gar nicht studieren, dann mache ich das auch nicht. Oder ich muss Abitur machen, ich habe jetzt zum Beispiel kein Abitur gemacht, dann mache ich das nicht. Ich habe mich zum Beispiel dafür entschieden, eine Ausbildung zu machen als Kauffrau für Marketingkommunikation, weil ich merke, das wird mir in Zukunft sehr viel weiterbringen. Und das Marketing, was sehr wichtig ist, dass da auch Stärken von mir sind und mir das Spaß macht. Man da auch viel guckt, es gibt so viele Möglichkeiten, in die man gehen kann und für jeden ist was dabei. Ich denke, es ist extrem wichtig, darauf zu achten, dass Menschen nicht so in diese Extreme gehen, weil viele Menschen, was ich beobachtet habe, einschließlich mir selbst auch eine Zeit lang, wenn sie sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, dass sie dann direkt denken so, boah, ich muss jetzt hier richtig krasser Unternehmer sein, richtig Business durchstarten. Und ich denke, es ist einfach da eben ganz wichtig, auf sich selbst zu hören, ob man selbst überhaupt diesen Mehrwert in die Gesellschaft bringt, weil Unternehmen ist da nichts anderes als etwas, was die Probleme vieler Menschen löst. Und es macht ja auch gar keinen Sinn, sich als Ziel zu setzen, jetzt einfach Unternehmer zu sein, obwohl man jetzt nichts hat, um andere Menschen zu helfen. Also dieses Zwanghafte dahinter. Klar kann man das so im Hinterkopf haben, okay, ich möchte schon gerne in die unternehmerische Richtung. Und dann ist es eben ganz wichtig zu gucken, okay, wenn mal so ein Projekt ansteht oder wenn man eben eine gewisse Idee dann hat, dann kann man da überlegen, okay, wie bringe ich das am besten an den Mann und wie kann ich dann dahin sich auch am besten Probleme lösen. Und da ist es vollkommen legitim, auch einfach den normalen Weg zu gehen. Denn wenn es einem eben erfüllt und wenn vor allen Dingen da auch das persönliche Wachstum gegeben ist, ich denke, viel wichtiger ist es zu gucken, wie kann ich persönlich als Mensch, ich selber betrachte mich zum Beispiel als Aktie, wie kann ich persönlich wachsen und meine Stärken ausbauen, sodass ich als Aktie immer einen höheren Wert anstrebe, dass ich vom Wert immerhin steige. Und so gucke ich zum Beispiel, in welchem Beruf oder in welchem Praktikum, in welcher Tätigkeit kann ich meine Stärken entfalten und auch maximieren? Wo kann ich noch extrem viel dazulernen, sodass das auch auf all meine anderen Bereiche direkt übertragen kann? Ich denke, das ist eher viel sinnvoller, dass Menschen darauf achten, inwiefern sie persönlich wachsen können und dadurch, anhand dessen, dass sie persönlich an Wert steigen, auch noch höheren Wert in die Gesellschaft bringen können. Und dann Stück für Stück kommen auch einem automatisch Ideen, dass man dann dieses unternehmerische Denken auch irgendwann ausbaut, wo man dann Probleme anderer Menschen löst. Weil wenn man seine eigenen Probleme löst, wenn man erstmal bei sich selbst anfängt und da seine eigenen Stärken ausbaut, dann kann man das auch auf andere Menschen letztendlich übertragen. Aber wichtig dabei ist, erstmal bei sich selbst anzufangen. Das, was Christian sagt, nennt man auch Humankapital. Also das, was keiner einem wegnehmen kann, sei es der Skill zu verkaufen, die Empathie, Führungspersönlichkeit, also so Skills, die kann man einem nicht wegnehmen. Und ich finde, gerade durch die Erfahrung wächst man sehr viel und deswegen finde ich es ganz cool, wenn man viel ausprobiert und gerade dann auch zum Beispiel durch meine Ausbildung lerne ich viel und du sagst, der Podcast heißt Du bist Freiheit und ich denke, dass
Freiheit auch davon kommt, dass man viel vorher vorinvestiert, auch mal Dinge tut, die vielleicht nicht so viel Spaß machen, aber man dafür umso mehr lernt. Wow, mega schön gesagt. Oha. Ich bin jedes Mal geflasht und wo nur mit dem Interview mit Chris und jetzt haut ihr mich beide hier aus dem Sessel. Mega krass. Finde ich ein gutes Thema, dass du es gerade ansprichst. Würde mich jetzt mal persönlich interessieren. Wir haben ja Christian schon mal gefragt, aber vielleicht hat sich ja jetzt noch mal über die Wochen vielleicht ein bisschen verändert, auch die Meinung oder die persönliche Ansicht. Oder vielleicht auch zusammen. Was bedeutet für euch Freiheit? Freiheit bedeutet für mich, also Freiheit hat für mich mehrere Facetten. Einmal die Freiheit davon, was andere von mir denken, dass man sich da nicht zu sehr einen Kopf von macht, dass man da ein bisschen frei ist, selbst zu entscheiden, was man tut. Und Freiheit auch davon, sich keine Grenzen zu setzen. Also dass man nicht sagt, okay, hier, und weiter geht's nicht. Dass man da nicht so sehr in der Komfortzone ist, sich frei fühlt. Irgendwo auch finanzielle Freiheit, dass man da nicht eingeschränkt ist. Also für mich hat Freiheit mehrere Facetten. Also der erste Punkt, den Jesse erwähnt hat, ist ja genauso, wie ich es gesagt habe. Ich habe auch zuerst, ich habe es nicht Facetten genannt, sondern gesagt, Freiheit hat für mich mehrere Komponenten. Das weiß ich noch ganz genau. Und der erste Punkt war genau so, wie es Jesse gesagt hat. Die Freiheit, der zu sein, dass ich mich traue, der zu sein, der ich bin. Und die Freiheit, mich so zu zeigen, wie ich bin. Das heißt, dass ich frei bin von Meinungen und Äußerungen anderer Menschen, dass ich mich einfach traue, ich selbst zu sein. Das ist für mich ein Komponent von Freiheit, dass ich mich das traue. Und der andere Punkt ist eben die Freiheit, tun und lassen zu können, was ich will. Das heißt, die Freiheit, mich so auszuprobieren, wie ich möchte, für mich zu gucken, was ist meine Leidenschaft, was möchte ich für mich ausbauen, dass ich nicht diesen Zwang habe, irgendwas tun zu müssen, was ich nicht möchte, sondern den Freiraum, mir das zu erschaffen, was ich eben will. Und das ist ein Punkt, für den ich richtig dankbar bin, dass ich diese Freiheit tatsächlich habe. Und ich finde, jeder sollte sich zeigen, so wie er ist, zum Preis seiner wahren Stärke. Also ich finde, das resultiert daraus und klar, wir arbeiten selbst noch daran und es gibt Punkte, wo wir auch noch nicht komplett frei sind, aber es ist einfach ein Prozess. Hammer. Alter Schwede. Habt ihr Momente erlebt, wo ihr Freiheit oder habt ihr, wo ihr das, diesen Moment von Freiheit mehr gespürt habt, als er vielleicht jetzt vielleicht da ist oder ist er vielleicht jetzt da, als er vielleicht vorher war? Gibt es da irgendwie so Phasen, wo ihr mal erlebt habt? Also ich denke, das hängt viel auch so ein bisschen von der Energieschwingung ab, auf der man ist. Und wenn ich zum Beispiel ein unterstützendes Umfeld habe, jetzt auf Events, dann fühle ich mich viel freier, wie als wenn ich irgendwo bin, wo Menschen sind, auf die ich keine Lust habe, dann fühle ich mich ehrlich gesagt ein bisschen eingeschränkter und da finde ich wieder, ist das Umfeld auch etwas, was mich unterstützt. Und ich persönlich merke es bei mir, dass ich in gewissen Situationen mich mehr so zeige, wie ich bin und in anderen Situationen mich mehr einenge. Und bei mir habe ich zum Beispiel selber beobachtet, dass der Punkt Anerkennung da eine extrem wichtige Rolle spielt. Das heißt, immer wenn ich von anderen Menschen Anerkennung bekommen habe oder von den Menschen, die ich Anerkennung bekomme, da zeige ich mich umso mehr, wie ich bin. Aber von Menschen, wo ich keine Anerkennung bekomme, versuche ich umso mehr, mich irgendwie zu verstellen, dass ich Anerkennung für diese Menschen bekomme. Und dann habe ich für mich herauskristallisiert, dass ich mir selbst auch die Anerkennung gegeben habe, die ich verdient habe. Und seitdem ich mehr Anerkennung mir selbst gebe und mir selbst mehr lobe und mir selbst mehr Liebe entgegenbringe, fällt es mir auch umso leichter, mich mehr zu zeigen, wie ich bin, weil ich dadurch auch einen höheren Selbstwert aufbaue. Und ich denke, dass das Selbstwertgefühl ja eine entscheidende Rolle dafür spielt, sich so zu zeigen, wie man ist. Weil wenn man sich bewusst ist, dass ich selber wertvoll bin und ich mich selber wertvoll finde, dann kann es mir auch egal sein, ob es jemand anderes findet oder nicht, weil ich mir selbst die Wertschätzung entgegenbringe und ich meines Wertes bewusst bin. Dann ist für mich der Punkt erreicht, wo ich diese Freiheit eben lebe. Ich selber bin noch lange nicht da, wirklich am Ziel. Das ist für mich auch gar kein Ziel, was es einfach so zu erreichen gibt. Das ist also, das ist ein ewiger Prozess in meinen Augen. Dieses persönliche Wachstum, was ich da erlebe, das ist bis zu meinem Lebensende hin, ist das Tag für Tag. Das ist für mich ein Ziel, dass ich aufstehe und sage, ich möchte besser sein, als ich es gestern war. Und da gibt es immer wieder mal Punkte, wo ich wieder sehe, ah, okay,
da ist wieder eventuell ein emotionales Thema aus der Vergangenheit, was mich irgendwie daran hindert, einfach nur strahlend ich selbst zu sein, einfach so zu sein, wie ich bin. Gibt es immer mal Momente, wo ich dann mal in Tiefpunkt komme, wie es jeder andere Mensch halt auch mal hat. So, das ist vollkommen menschlich und seitdem ich auch erkannt habe, dass es eben menschlich ist, auch daran zu denken, was andere Menschen von mir denken. Das hat mir die Jessie vor ein paar Wochen gesagt, so hey, das ist doch auch vollkommen menschlich, das zu denken, weil wir auch eine alte Software haben, die mehrere Millionen Jahre alt ist, wo eben dieses Programm drin ist, dass wir über nachdenken, was andere Menschen von uns denken, weil wir sonst damals abgestoßen worden wären. Und seitdem ich das erkannt habe, dass es auch einfach vollkommen menschlich ist und es einfach so hinnehme, wie es ist, einfach annehme, es einfach beobachte, habe ich viel mehr Leichtigkeit in meinem Leben. Es ist viel entspannter, weil ich weiß, ich bin nicht meine Gedanken. Ich kann entscheiden, welchen Gedanken ich annehme und welchen ich einfach abstoße. Geil, wirklich mega schön gesagt. Also auch ich habe sofort das Bild im Kopf. Alte Software, die wir halt noch drin haben, wie halt dieser Instinkt, den wir halt im Endeffekt haben, der halt wirklich dann da ist, wenn du halt Flucht oder Kampf, so, oder dieses, hey, ich muss jetzt Essen haben, so, diese ganzen alten Instinkte, die wir halt wirklich dann drin haben, die sich halt dann im Endeffekt auf der Software drauf sind, die wir schon, sobald wir auf die Welt kommen, eigentlich schon vorhanden sind. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall, sehr gutes Bild, sehr gutes Beispiel, finde ich Hammer. Habt ihr, und das finde ich sehr gut, weil ich will das momentan ein bisschen mehr bei mir mit reinbringen, so als sozusagen Zusatzkategorie, ist so, ihr habt ja schon ein paar Sachen reingebracht, was so Lifehacks betrifft, also was so wirklich in eurem Leben euch ultra geholfen hat. Gibt es bei euch so gewisse Regeln, wenn ihr zum Beispiel auf negative Menschen stoßt? Ja, definitiv. Also was mir am meisten geholfen hat, ist einfach die Perspektive zu respektieren des Menschen. Ich selber teile sie zwar dabei nicht, doch ich respektiere sie und verstehe, dass jeder Mensch seine eigene Geschichte hat. Ich habe keine Ahnung, was der Mensch vor mir alles durchgemacht hat, was ihn dazu verleitet hat, so zu sein, wie er ist. Und es ist vollkommen in Ordnung. Jeder ist an dem Punkt, wo er heute sein sollte. Und bei dem einen macht es mal früher Klick, bei dem anderen später, bei dem einen vielleicht nie, bei dem anderen vielleicht schon. Und wenn ich mit dieser Einstellung reingehe, dass ich weiß, okay, wer weiß, was der durchgemacht hat. Wer weiß, was der alles in seinem Leben bisher an verschiedenen Hindernissen gestoßen ist. Das fällt mir dann so leicht, einfach zu verstehen, warum dieser Mensch denkt, wie er denkt und dass es vollkommen in Ordnung ist. Das heißt nicht, dass ich dann, wenn mal Gespräche kommen oder wenn mal mega die Meckerei vor mir herrscht und so richtiger Hass vor meinen Augen herrscht, sodass diese Menschen das Gespräch in eine Richtung leiten wollen, in eine Richtung, wo ich selber niemals hinreden würde, was ich niemals von mir selber sagen würde, habe ich ja trotzdem noch die Verantwortung zu tragen, zu sagen, hey, für dieses Gespräch stehe ich nicht zur Verfügung oder darüber möchte ich nicht reden. Und dann kann ich ja immer noch gehen. Und ich denke, das ist dann der Punkt, wo das Selbstwertgefühl wieder eine Rolle spielt, sich selbst dieses Wertes bewusst zu sein, dass ich selber diesen Anspruch an mich selber habe, mich zu trauen, dann auch einen Strich zu ziehen und klare Grenzen zu setzen und zu sagen, hey, das ist nicht meine Art und Weise, wie ich zu kommunizieren möchte. Und dann gehe ich einfach und das ist auch vollkommen okay. Ich denke da sehr ähnlich. Also Perspektiven respektieren, das hat mir so viel weitergeholfen. Ich zum Beispiel bin vor ungefähr etwas über 3 Jahren Vegetarier geworden. Und da war das für mich so, dass viele nicht meine Perspektive respektiert haben. Und gerade in einer kasachischen Familie, wozu so ziemlich jeder Mahlzeit Fleisch gegessen wurde, war das für mich so wie so ein Schlag ins Gesicht, wenn wir auf einer Familienfeier waren, ich kein Fleisch gegessen habe und die anderen so wie, das ist kein Fleisch, kommst du mal ins Krankenhaus. Und für mich war es genau andersherum, dass ich nicht verstanden habe, wie sie Fleisch essen konnten und mich dann oft auch aufgeregt habe und ja, nicht gerade so in meinem Higher Self war, sagt man ja auch. Und durch dieses Perspektiven-Respektieren hat es mir zum Beispiel in dem Bereich weitergeholfen. Aber ich denke, es hilft mir auch jeden Tag weiter, egal mit wem ich rede, zu sehen. Jeder hat unterschiedliche Erfahrungen gemacht und denkt jetzt anders. Und es ist vollkommen okay. Wow. Mega schön gesagt. Finde ich sehr, sehr gut. Auch ein sehr gutes Beispiel, dass halt, wenn man einen neuen Weg geht, wie jetzt zum Beispiel den vegetarischen Weg, dass es halt dann, dass man da klar natürlich auf Widerstand stoßt, aber trotzdem halt lernt, damit umzugehen. Und sich selber halt einfach treu ist und sich selber einfach für sich, jeder entscheidet ja Sachen in erster Linie immer für sich. In erster Linie entscheidet man für sich, okay, fühle ich mich wohl oder nicht. Viele Menschen verlieren sich auch in diesem Außen, hey, ich muss im Außen
die Bestätigung haben, suchen und den Leuten halt auch das geben, obwohl ich das gerade gar nicht will, weil sie sonst ein schlechtes Bild über mich haben. Habt ihr Momente, oder einfach zu dem Lifehack nochmal zurückzukommen, habt ihr Momente, mit die ihr einfach anwendet, wenn ihr jetzt zum Beispiel, ihr sagt ja, ihr geht auch gerne auf Events, um da halt wirklich auch die Energie zu spüren, um auch mit Leuten Zeit zu verbringen, die einfach Ziele haben. Habt ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel, auf das Thema zurückzukommen mit den 33%, wenn ihr jetzt bei alten Freunden seid, wie habt ihr Gesprächsthemen? Habt ihr Punkte, wo ihr trotzdem dann noch drauf eingeht? Oder wenn die Leute in euch fragen, ja, hey, wie läuft's denn mit der App? Oder wie läuft's denn mit den ganzen Sachen? Wie geht ihr damit um? Weil manchmal kommt es ja dann so, von den Leuten ist ja nicht böse gemeint, aber von den Leuten kommt es manchmal dann so ein bisschen, hey, wie läuft's eigentlich mit der App? So, als wenn sie erfahren wollen, dass es gerade zum Beispiel vielleicht nicht läuft oder sonst irgendwas. Oder, ja, wir haben das abgegeben. Was ich denke, was richtig wichtig ist, dass man nicht denkt, dass jemand weniger wert ist, nur weil er sich persönlich nicht weiterentwickelt oder weil er jetzt zum Beispiel mehr auf dem Sofa gammelt, wie auch immer, dass man schon sieht, dass jeder den gleichen Wert hat, egal was er jetzt macht. Und sich da nicht überzustellen oder auch nicht unter eine Person zu stellen, das hilft mir sehr weiter. Und um nochmal genauer zu deiner Frage zurückzukommen, also wenn ich bei Freunden bin, die jetzt zum Beispiel fragen würden, ja, wie läuft es mit der App, dann habe ich das Glück, dass sie wirklich daran interessiert sind. Und wenn sie es nicht sind, dann würde ich da nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich sage dann einfach, ja, läuft gut. Und wenn die fragen, was ist das für eine App, dann gebe ich einfach nicht zu viel Informationen. Sage einfach kurz, ja, es ist zum Thema Unterhaltung und Weiterbildung und so, okay, interessant. Und wenn man dann nicht zu viel von redet, dann ist es irgendwo auch besser. Weil wenn sie dann mehr Interesse haben, fragen sie nach. Ich will da keinen erschlagen und sagen, wie toll ich bin, sondern wirklich da mich ein bisschen zurückzulehnen. Und wenn ich dann bei alten Freunden bin, dann denke ich, okay, wir haben jetzt Spaß zusammen. Es ist nichts, wo ich jetzt denke, okay, ihr seid weniger wert oder wir müssen jetzt unbedingt uns persönlich weiterentwickeln, sondern auch einfach die Zeit zu genießen und Spaß zu haben und einfach mal Dinge zu machen, die nicht so viel Sinn ergeben. Ist auch okay. Ja, und ich habe da genau dasselbe Glück wie bei Jesse, dass all meine alten Homies, meine alten Jungs, die alten Homeboys mega auf meiner Seite stehen. Also, was heißt, also die haben einfach nichts dagegen. So, die feiern das, was ich tue, machen das selber zwar nicht und freuen sich, wenn sie mich sehen. Es ist nicht so, dass es da ist, oh, du hast uns verlassen, du verbringst keine Zeit mit uns, sondern die freuen sich wirklich aufrichtig, wenn sie sich mal wiedersehen. Und ich freue mich genauso, weil das ist immer wieder schön. Und jetzt ganz ehrlich gesagt, die fragen mich einfach null aus. Also die wissen, was ich tue und das ist einfach gar kein Thema. Also das wird gar nicht erst angesprochen, sondern wir sind dann eher so, wir sprechen über alte Zeiten, machen einfach Quatsch, spielen ein bisschen rum, lassen einfach mal wieder einen Spasti raushängen, labern irgendeine Scheiße, die einfach mega witzig ist, lachen uns über irgendeinen Baum ab, der ein bisschen schräg rumhängt oder so, keine Ahnung, was für Dinge, aber es ist einfach mal wieder so den Spasti raushängen lassen. Das mache ich mega gerne. Also ich finde, jeder Mensch hat so dieses 100% Authentizität. Es gibt so verschiedene, ich sag mal, verschiedene Persönlichkeiten in uns selbst. So, ich bin jetzt zum Beispiel in dem Interview anders, als wenn ich mit meinen alten Jungs chill. Dann lasse ich mega den Spaß hier raus. Ich bin richtig der Spaß, wirklich. Ja, es ist crazy. Meine Schwester, ich habe in mir praktisch auch verschiedene Persönlichkeiten integriert. Es ist vollkommen normal, dass ich jetzt in dem Interview jetzt hier einfach jetzt nicht den Spaß hier raushängen lasse. Es hat alles seinen Rahmen. Wenn ich meinen alten Homeboys chill, dann lasse ich mega den Spaß hier raus. Da bin ich auch mega glücklich darüber. Finde ich mega witzig, weil es gab Zeiten, wo ich das nicht zugelassen habe, wo ich mein inneres Kind nicht einfach raushängen lassen habe, weil ich dachte, okay, ich muss jetzt immer auf diesem Hustle-Modus sein, immer Hustle 24/7. Und wenn ich das mache, dann mache ich wieder Rückschritt. Aber nein, es gehört dazu, mal mega den Spaß hier raushängen zu lassen. Aber sowas von, das mache ich auch bewusst so, so konkret, dass ich das auch sage, auch einfach dieses Wort Spaß, die auch gerne in den Mund nehme, weil das viele Menschen vernachlässigen. Und ich finde, das ist so ein ziemlich großes Problem, worauf viele Menschen stoßen, weil sie sich selbst nicht erlauben, einfach mal Kind zu sein und einfach mal so diese spaßhafte Seite raushängen zu lassen, weil jeder im Inneren auch einfach ein Kind ist, was einfach nur Spaß haben möchte, auch einfach mal Quatsch machen möchte. Und das einfach sowas von dazugehört. Ja, und zu den Gesprächsthemen. Also ich denke, worüber wir immer lachen können, sind einfach Stories von früher. Und dann
ja, wenn wir über so Storys reden, ist es einfach immer lustig. Ja. Und auch einfach so komplett im Moment zu sein, wie Christian schon sagt, so das innere Kind rauszuholen und ja, einfach sich nicht so viel Gedanken zu machen, so voll im Moment zu sein und Spaß zu haben. Ja, und wir reden ehrlich gesagt jedes Mal über dieselben Storys. Ist vollkommen okay. Ist jedes Mal wieder sehr, ist jedes Mal so witzig, einfach immer wieder. Ich weiß, wir sprechen jedes Mal darüber, wie wir damals um den ganzen Hot Wheels in kilometerweit gelatscht sind, um anderen Kollegen, um irgendwie Autos zu tauschen und. Oder ja, wie du aus dem Kindergarten ausgebrochen bist. Wie ich aus dem Kindergarten ausgebrochen bin damals. Jedes Mal dieselben Geschichten, aber es ist jedes Mal aufs Neue so lustig. Und das sind die wirklich jedes Mal dieselben Gesprächsthemen. Und ich finde es vollkommen okay, weil das führt mich wieder dahin zurück, wo ich herkomme. Das bringt mich zu meinen Wurzeln zurück, der ich bin. Und das bringt mich auch jedes Mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, dass ich genauso ein Spaß bin teilweise wie jeder andere und dass es einfach dazugehört. Und ich merke schon, wenn ich darüber rede, dann, ja, dann fühle ich wieder so eine mega Leichtigkeit um mich herum und ich weiß einfach, wer ich bin und das macht mich richtig glücklich. Und ich denke, es wird wieder Zeit, mal wieder zu meinen Homeboys zu machen. Ja. Was sich für mich allerdings nicht ändert, ist, dass ich immer noch an den Personen interessiert bin, frage, wie läuft es gerade aktuell bei denen, wie kann ich euch unterstützen, kann ich euch irgendwo unterstützen, ein bisschen aufzubauen, wenn ich sehe, die Person hat irgendeinen Struggle, kommt nicht weiter. Also für sowas auch offen zu sein. Mhm. Hammer. Wirklich, ihr habt das so schön gesagt, wirklich. Oha. Ich finde das so wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber wenn man das innere Kind rauslässt, schüttet unser Kopf Erfolgserlebnisse frei. Also das ist wirklich dieses Glücksgefühl. Schüttet es halt frei. Und in dem Moment wirst du belohnt dafür, dass du einfach mal zeigst, hey, ich darf wieder Kind sein. Dass du einfach mal sein. Dieses einfach mal hier sein und da sein. Und dass du dich halt selber dann belohnst dafür, hey, danke, dass du dein inneres Kind mal rauslässt. Ja. Und dass du dann viel, viel mehr Energie danach hast. Finde ich. Absolut. Einfach auf den Spielplatz gehen. Genau, und das hatte so ich gerade so auch. Vorgestern war das bei dem Geburtstag von unserem Papa, der wurde 50. Waren natürlich alle unsere Cousins und Cousinen da. Na gut, nicht alle, die Hälfte, alle wären halt echt viel gewesen. Oh, das wäre zu viel. Und dann dachten wir uns einfach, hey, wie wäre es, wenn wir uns einfach mal wieder auf den Spielplatz gehen und mal wieder eine Runde Treibchen spielen? Für alle, die es nicht wissen, wir haben so einen Spielplatz bei uns und es macht einen riesen Spaß, weil da so viel ist. Wirklich. Wir haben so einen Turm haben wir, da haben wir so ein Piratenschiff und Treibchen ist halt einfach so, dass man, einer hat die Augen verbunden und der versucht halt die anderen nebenbei dabei zu picken auf den Gerüsten. Und er kann immer wieder mal Treibsand sagen. Und wenn währenddessen jemand über den Sand geht, dann ist er halt der Ticker. Das heißt, man muss aufpassen, nicht zu sehr auf dem Sand zu sein. Und halt möglichst von dem Ticker dann immer eben so wegzulaufen. Das ist immer ganz witzig, wenn man so vor dem Ticker dann immer so Geräusche macht und so die Hände so vor ihm hält und alles. Das war so witzig, das hat so Spaß gemacht. Das ist so im Moment einfach. Ja. Da hat jeder sein inneres Kind drauf. Das ist so ein Christian wie so ein Verrückter rumgeschrien. Ich bin richtig verrückt. Ich habe da noch überhaupt keine Scham davor. Also ich lasse dann richtig mein inneres Kind raushängen. Das macht richtig Spaß. Habt ihr Momente, wo ihr zurückdenkt an euer früheres Kind und dann sagt, hey, ich muss jetzt zum Beispiel alte Spiele wieder hochholen? Viele haben ja zum Beispiel im Kopf dieses, ja, ich habe früher Pokémon gespielt und ich muss jetzt unbedingt einen Gameboy wieder haben und muss Pokémon spielen. Das habe ich nicht unbedingt mit Pokémon, sondern eher mit Yu-Gi-Oh! Ich habe auch noch ganz viele Decks bei mir zu Hause und darüber habe ich auch mit meinem Cousin geredet. Und wenn ich ihn sehe, dann reden wir immer über ein Thema, das ist entweder One Piece, Yu-Gi-Oh! Oder Naruto. Und jedes Mal diese drei Themen, weil wir haben halt die ganze Kindheit gemeinsam die Sachen gemacht. Wir haben so viel miteinander gespielt, jedes Wochenende. Und dann ist es klar, dass wir immer wieder über diese Themen sprechen, weil das einfach so viel Spaß macht und das immer wieder daran erinnert, dass in uns halt ein kleineres inneres Kind auch lebt. Auch ich möchte auch immer dieses kleine innere Kind immer wieder Aufmerksamkeit schenken, weil es so wichtig ist, eben ihm Beachtung zu geben und auch irgendwann, wenn ich 60, 70 bin oder 80 oder 100, 120, wie alt auch immer ich werde, möchte ich immer noch diesen Teil von mir annehmen und immer noch ausleben, weil ich denke, das ist ein entscheidender Punkt dafür, wirklich für Lebensfreude im Leben zu haben, dass man sich die Zeit nimmt, sein inneres Kind auch auszuleben. Wow. Mega. Oha. In mein Herz. Habt ihr, wenn wir gerade zu dem Thema sind, finde ich, würde mich persönlich interessieren, wenn ihr eine Person sein könntet, die eine Superkraft hatte oder jemand, den wir auch im realen Leben hatten,
wenn ihr die Person sein könntet? Wer würdet ihr gern sein? Oder wenn ihr keine Person habt, welche Superkraft würdet ihr gerne haben? Ich wäre gerne ein Gummimensch, so wie Ruffy. Ruffy war schon immer mein großes Vorbild, schon von klein an. Für die, die Ruffy nicht kennen, Ruffy ist eine fiktive Figur aus dem Anime, der ein Gummimensch ist und der seine Arme und seine Gliedmaßen so lang machen kann, wie er möchte. Und wenn ich jetzt hier einfach sitzen würde und zum Beispiel da hinten das Glas hätte, ich komme da gerade leider nicht ran, wäre ich halt ein Gummimensch, könnte ich halt einfach meinen Arm da ausstrecken und halt easy halt austrinken. So. Und dann brauche ich doch niemals Angst haben, irgendwie nachts irgendwo unterwegs zu sein, weil wenn ich mal schlagen würde, würde es mich halt nicht wehtun, weil ich halt auch aus Gummi bestehe. Und solche Vorteile hätte das dann. Das ist halt mega witzig. Ich könnte irgendwie durch die Lüfte fliegen, weil ich meine Beine so lang mache, so nach oben oder ganz viele andere lauter Dinge. Zieht euch den Anime One Piece rein. Ich gucke den immer noch jede Woche sonntags. Ich habe heute meine Folge noch nicht geguckt. Da nehme ich mir nur 20 Minuten Zeit, die neueste Folge zu gucken. Und da lasse ich auch mal gerne mein inneres Kind rausspielen. Mache mal so ein paar Attacken so. Nerv meine Freundin ein bisschen damit, die mich die Sekando machen und sie ein bisschen so spielen. Das ist immer ganz witzig. Und ich finde es mega wichtig, das auch wirklich zu machen. Deinen Strohhut bekommst du noch irgendwann. Der trägt immer so einen Strohhut, den wir kriegst. Ja, ich meine zu Jess, dass, wenn sie mir irgendwann eine richtige Freude machen möchte, schenke mir den Strohhut von Raffi. Das ist wirklich cool. Geil. Bei mir ist es so, dass ich schon immer eine Weltreise machen will und was mir das ganz viel leichter machen würde, denn wenn ich mich einfach teleportieren könnte, das wäre so schön. Ich kann da jetzt einfach in Australien sein, so für eine Stunde, dann wieder irgendwie in den USA oder auf Madagaskar, Hawaii. Ich kann überall hin. Und jetzt Freunde, die in Köln leben, in Berlin, ich müsste nicht diese Fahrt auf mich nehmen. Müsste jetzt nicht irgendwie im Auto fahren oder irgendwas. Das würde alles irgendwie viel leichter machen. Das wäre eine richtig coole Superkraft. Aber ansonsten eine Person, die ich sehr bewundere, ist Oprah Winfrey. Wenn man so ihre Super Soul Conversation sieht, das ist für mich auch so eine Inspiration für Next Level Talk, einfach zu sehen, wie man Gespräche führen kann, wie empathisch man sein kann oder wie charismatisch wie charismatisch sie ist. Und das ist für mich auch sehr bewundernswert. Wow, wirklich. Ich sehe sie auch übelst als Vorbild. Mega. Ja. Die will ich auch immer noch treffen und interviewen. Ja, ist echt krass. Ja. Hammer. Aber mit dem Gummimensch, das ist schon so, wenn du es so sagst, wäre schon geil, wenn man da irgendwo nachgreifen könnte. Ja. Wäre schon eine geile Sache. Oder wenn du halt mal irgendwie die Aussicht genießen willst, gehst du einfach mal in die Höhe. Du musst nirgendwo so hochlaufen. Ja. Aber dann bleibt der Fun weg, von dem Berg hochzuwandern. Ja, ich kann ihn ja immer noch. Ich muss ja nicht immer zwang auf meine Fähigkeiten einsetzen. Dann kann ich ja immer nur noch einen schönen, spannenden Berg hochfahren. Hast du ja nur 20 Minuten am Tag. Eben. Hammer, mega, mega gut. Habt ihr einen bestimmten Ort, der für euch, ob jetzt im Inneren oder im Äußeren, der für euch für Ruhe sorgt, für Momente, weil Christian hat es ja schon mal angesprochen bei sich, der wird ja, denke ich mal, noch aktuell sein. Habt ihr einfach so zum Beispiel einen Ort, wo ihr sagt, da würdet ihr beide unbedingt euch gemeinsam dazu committen und da immer hingehen? Also, wo wir ganz gerne hingehen, ist so ein See bei uns in der Nähe, der Vierhöfener See, kommt alle vorbei. Also, das ist so ein Ort, den wir zum Beispiel sehr schön finden, wo wir zusammen hingehen, jetzt auch vorgestern. Mhm. So ein Lagerfeuer. Was kommt dir noch in den Kopf? Ich habe zurzeit mega Bock auf Zypern, also ich möchte gerne nach Zypern, muss ich ehrlich sagen, ja. Ich möchte auch gerne auswandern aus Deutschland und von den Erzählungen her hat sich bei mir so ein starkes Bild kreiert, dass mich sehr schnell nach Zypern zieht. Also ich möchte gerne nach Zypern möglichst auswandern. Das ist so ein Ziel, was ich für mich jetzt für die nächsten Jahre gesetzt habe. Und ich bin gespannt, wann ich tatsächlich das erste Mal zypanischen oder wie man es auch sagt, zypanischen Boden betrete. Ja, also ich will auch nicht in Deutschland bleiben. Zypern, da werde ich mich auch noch ein bisschen informieren. Aber an sich will ich viel um die Welt reisen, wie schon gesagt. Aber am Ende, denke ich, ist viel wichtiger als der Ort, wo man ist, mit wem man ist. Das ist für mich sehr wichtig. Also, ja, das finde ich eigentlich noch wichtiger. Wow, mega schön gesagt. Ist wirklich so, dass du halt wirklich mit wem du halt, im Endeffekt verbringen wir ja, ich sag mal, wirklich zu
98% unserer Lebenszeit verbringen wir wirklich ja immer unter Menschen oder mit Menschen oder auch mit Tieren oder einfach mit Lebewesen. Und daher ist es halt wirklich wichtig, mit wem du halt dann einfach gerade da bist. Wow, mega schön gesagt. Ich hätte noch so viele tausend Fragen, aber ich glaube, wir machen jetzt mal hier einen Cut. Ich habe mich riesig, riesig gefreut, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und was jetzt natürlich auch wichtig ist, ist natürlich, dass ihr, dass die Leute, die jetzt hier auch zugehört haben, euch auch wirklich erreichen können. Was fällt euch da leichter? Wollen wir es einfach in die Shownotes schreiben oder wollt ihr einfach nochmal kurz was erwähnen, was für euch wichtig ist? Ja, du kannst gerne in die Shownotes schreiben, also meistens über Instagram einfach und sonst unseren Leben mit Leidenschaft Podcast. Da findet man uns ganz gut. Genau. Also unbedingt den Podcast anhören, Leben mit Leidenschaft. Also viele coole Interviewgäste. Richtig, richtig gut. Ich finde es sehr spannend, wie ihr das auch aufbaut, also wie ihr es aufgebaut habt, wie ihr es aufbaut jetzt noch und wie ihr auch da drin, obwohl ihr es schon eine Weile macht, jetzt trotzdem sagt, hey, da ist noch eine Entwicklung, da ist noch ein Level up. Wichtig, sich einfach persönlich auch weiterzuentwickeln und dass jeder im Endeffekt auch für sich was mitnehmen kann. Ja. Danke. Ich danke, danke euch viel, viel weit. Ja. Danke, danke. Vielen Dank. Riesen Spaß gemacht. Wieder ein Leidenschaftstalk, der aus dem Herzen kam und deine Fragen sind wirklich wunderbar. Vielen Dank für deine Einladung. Dankeschön. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass doch gerne eine Bewertung da. Schreib mir gerne eine persönliche Nachricht, wenn du möchtest. Und wenn du Ideen hast zu Interviewpartnern oder Themen, die wir auf jeden Fall ansprechen sollten, dann lass es mich auf jeden Fall wissen. Und jetzt lass es dir auf jeden Fall gut gehen und nicht vergessen, du bist Freiheit.